Hart-härter Hornattacke. Mit 2000 Höhenmetern und 20 Kilometer Wegstrecke ist dieses neue Rennen nichts für Warmduscher. Gestartet wird zu Fuß in Bozen und Ziel ist das Rittner Horn. Das wird dann mit Tourenskiern bezwungen. Am 12. März wird zum Gipfelsturm geblasen und auf der Route sind schon jetzt viele Athleten hart am Trainieren. Es ist eine Schinderei vom Start weg. Das erste Teilstück oberhalb des Weindorfs St. Magdalena ist verdammt steil und verlangt den Athleten bereits einiges ab. Der Startteil ist wirklich nicht ohne. Da haben wir gleich das erste Teilstück, das ist bei 1000 Höhenmeter schon auf 5,5 Kilometer. Und da kann man sich sehr schnell verbrennen. Was wirklich noch an ist, das Flachstück kommt von Oberbozen bis Bemmern. Muss man auch die Schnelligkeit ein bisschen trainieren. Was andere als Tortur empfinden, ist für Uli Seebacher ein Genuss. Es ist bissig, aber ich liebe die körperliche Herausforderung. Und zuvor sage ich danach, das ist einfach ein tolles Gefühl, das musst du erleben. Es ist eindeutig Lebensqualität. Und es liegt noch eine Menge Lebensqualität vor ihm, auch wenn er versucht, die im Laufschritt zu absolvieren. Das schnelle Gehen von Bozen auf den Ritten ist in den letzten Jahren zum Trend geworden. Hinauf zu Fuß, bergab mit der Bahn. Tagsüber, am Wochenende und sogar mit Stirnlampen in der Nacht sind Hobbyathleten und Halbprofis unterwegs. Und für sie alle ist die Hornattacke gedacht. Ich mache noch einmal die verschiedenen Kategorien, dass man das als Einzelperson das Rennen machen kann, aber auch die Möglichkeit hat als Staffel. Und bei der Staffel haben wir gesagt, Mann, Mann, Frau, Frau oder als Mix. Und zugleich haben wir auch gesagt, wir möchten dann alle Zeiten summieren. Und am Ende werden wir einen Mittelwert ausrechnen. Und so heißt er lang doch der Hauptgewinner sein. Heute kriegt noch ein paar Ski und soll es eine Staffel sein, dann kriegen halt zwei Teilnehmer ein paar Ski. Skier kommen bei der Hornattacke in Bemmern, bei der Talstation der Bergbahn, ins Spiel. Hinein in die Bindung und dann die Piste entlang Richtung Gipfel. Bei der Feltuner Hütte holt Uli zwei Kolleginnen ein, die sich ebenfalls den Renntag am 12. März zum Ziel gesetzt haben. In dem Moment, wo ich es gehört habe, habe ich gedacht, da muss ich mitgehen, weil ich bin sonst normalerweise eher die Radlfahrerin, da total viel Mountainbiken. Aber ich dachte, auf meinem Hausberg, da muss ich mitmachen. Und wenn, dann als allein, sei es die Laufstrecke als die Tourenstrecke. Wenn sie es in 3,5 Stunden schaffen würde, hätte sie eine Riesenfreude. Die schnellsten Athleten dürften die Gewalttour in rund 2 Stunden hinter sich haben. Uli will seine Traumzeit nicht verraten. Klar, das Adrenalin schießt in mich und man kennt Leute an der Strecke, man kennt die Kollegen, was auch mit dem Rennen. Und logisch, man versucht von Bozen bis aufs Ritten nach oben möglichst schnell rauszukommen. Und wenn man nach oben im Ziel steht, das muss man erleben. Das ist geil. Und dann ist es auch egal, wie weh es davor getan hat. Ja, die erste Attacke auf das Rittnerhorn steigt also am 12. März. Rennbeginn in Bozen ist dann um 8 Uhr.